Ja, grüß euch Freunde, herzlich willkommen zum zweiten Teil meines XXL-Unboxings bzw. Unboxings meiner XXL-Silvesterbestellung 2018, bestellt bei Pyroland. Ja, eines vorweg, den Artikel Wall of Willows, das ist auch eine Neuheit 2018, genauso wie Crackling War. Hier Variante, wie ihr schon lesen könnt, mit 90 Schuss. Die Variante hat halt 108 Schuss. Ja, sind zwei Artikel, die sind jetzt. Hier seht ihr die Umverpackung und drinnen ist aber nochmal ein Drahtkäfig und ja, da gibt es jetzt auch nicht so viel zu sehen und das will ich euch jetzt auch ersparen. Ne, das ist sonst so langweilig. Ja, wie gesagt, seht ihr denn auf dem Abbrenner dann live nochmal, wie die aussehen direkt. Ist aber, glaube ich, auch 30er Kaliber, ja, genau. Und ja, wie gesagt, ihr seht den Artikel, das ist er und wir gehen lieber zum spannenderen Teil über und öffnen jetzt mal diese beiden schönen Pakete. So, legen wir los. Schnippeln wir mal auf das Ganze. Einmal da und einmal da. Sind auch lang die Teile. Und in der Mitte nochmal halt. Und dann schauen wir mal. Wisst ihr, was das Doofe ist? Ich schneide das hier gerade immer so schön mit einem Cuttermesser ein und dann sehe ich gerade, ich ritze ja sogar diese schöne Grußkarte oder Dankeschönkarte von Lea ein immer. Oh Gott, wenn die das sieht, hoffentlich nimmt sie mir das nicht übel. Ja. Danke an Lea, du packst das wirklich sehr, sehr schön, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. Und auch hier wieder ein paar schöne Aufkleber drin. So, nehmen wir erstmal das ganze Verpackungsmaterial raus. Auch wieder so richtig schön mit den Luftpolstern. Stört ja nur. Wir wollen Stuff sehen. Hier haben wir nochmal den Artikel. Ich stecke das mal hier so rein. Kaltstartraketen. Als nächstes haben wir hier den Artikel Butterfly Blues. Auch eine Riesenkiste, wie ich gerade sehe auf dem Bild, sah die viel, viel kleiner aus. Riesenkarton, schaut mal. Das ist eine Batterie, Leute, kein Verbund oder so. Gegenüber meiner Hand. Alter Schwede, ist das eine Riesenkiste. Da bin ich ja auch mal gespannt, wie die so kommt. Ich muss die mal öffnen. Mann, 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 das sind ja Größendimensionen, ey. Oh, guckt euch mal diese fette Fächercake an. Krass. Wie derb, ey. Schaut mal, Leute. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Richtig fett. Butterfly Blues. Total geiler Effekt. Kommt der auch in Natura so geil rüber wie im Video? Ist das Ding nächstes Jahr mehrfach bei mir dabei? Weil da kann man richtig geile Effektwände in seinem Feuerwerk kreieren mit. Also, wenn man auf geplante Feuerwerke steht, ist so ein Ding. Wenn der Effekt wirklich so ist wie im Video. Alter, dann geht hier, dann brennt was in der Hose. Ja, Butterfly Blues. Ich muss den mal runterstellen, ist zu groß, die kriege ich so nicht. So, der nächste Artikel, 7 oder die beiden nächsten Artikel, 7-to-1-Bombenrohr. Oder Bombettenrohr, mehr gesagt, ist kein reines Bombenrohr, sondern Pyroland macht es richtig und sagt Bombettenrohr. In Titangold, das ist die Titangold-Variante, das war eine Neuheit 2017. Musste ich auch noch mal haben. Ich finde die echt richtig geil. Das sind Riesenrohre. Ich glaube 90er Kaliber oder so. Ich glaube, ich öffne es noch mal für euch, damit ihr noch mal schauen könnt. Muss ich noch mal einen Schnippler machen. So, dann kann ich es öffnen. Und dann seht ihr dieses fette Rohr halt auch dann, ne? Da unten habt ihr dann halt so einen schönen Holzfuß und halt dieses dicke fette Rohr. Schaut mal. Krass. Ich hoffe natürlich, dass die aktuelle Charge noch ein bisschen mehr Zerleger hat, weil das fehlte mir letztes Jahr ein bisschen. Ja, wie gesagt, das Ganze habe ich zweimal. Weiter geht's mit einer weiteren Neuheit 2018 aus dem Hause Pyrolanz. Broket Garden. Ist halt eine Brokat-Batterie. Also ein reiner Brokateffekt vom Design her. Ja, kann man so machen, muss man aber nicht. Aber gut, was will man bei Gold auch großartig sich da einfallen lassen. Auf jeden Fall auch ein schöner Cake. Was haben wir hier? 30 Sekunden Brenndauer, ca. 405 Gramm Nettoexplosivmasse und 25er Kaliber. Das habe ich bei der Butterfly Blues ganz vergessen zu erwähnen. Die hat nämlich 488 NEM. Und eine Steighöhe von 50 Meter, Alter, und 25er Kaliber. Ja, das nochmal zur der Vollständigkeit halber. Ja, wie gesagt, Brokat Garden, Neuheit und auch nochmal eine Neuheit.
Das ist auch so eine schön größere Batze. Die Proud and Loud, ja, präsentiert von Firework and Balloons. Mir ist das selber auch gar nicht aufgefallen vorher online, aber ich war ja bei dem Weko-Vorschießen und da habe ich den guten Nico ja nochmal getroffen und der meinte, ja, die haben den Namen verkehrt geschrieben. Ja, das sehe ich auch. Der wird nämlich zusammengeschrieben. Also, das müssen die Jungs vom Pure Land dann nochmal berichtigen. Aber ansonsten bin ich echt natürlich total drauf gespannt auf das Teil, wie dieser Mix halt an Effekten aus dem Hause Pureland in der Cake dann wieder so rüberkommt. 397 Gramm Netto-Explosivmasse hat die. 36 Schuss, 25er Kaliber. Freue ich mich auch drauf. Design ist aber trotzdem sehr geil. Schaut mal, der Junge, der da in dem Korb von dem Ballon sitzt und schaut halt zu, wie schön die Goldshells da explodieren. Geil. Ja, das war's erstmal mit diesem Paket. Weiter geht's mit dem nächsten und auch letzten Paket. Ja, auf geht's. Öffnen wir das letzte große Paket. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht schon wieder die Karte angeschnitten. Nein, das sieht gut aus. So, Verpackungsmaterial wieder. Das beseitigen wir gleich. Okay. Da haben wir nochmal die Butterfly Blues. Ich wusste gar nicht, dass ich die zweimal drin habe. Oder bei habe. Nicht schlecht. Umso geiler ist es. Muss ich nochmal raufschauen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall freue ich mich drüber. Ja, dann hier ist die zweite. Ich habe sie schon vermisst. Pounding Napalm von Geisha. Sehr schön. Und hier haben wir viermal Böller D einen Namen. Das sind Böller halt, auf denen verschiedenen Namen aufgedruckt sind. Und da könntest du zum Beispiel sagen zu irgendeinem Kumpel dann, ey, Georg oder Stanislav oder was ich. Hier hast du einen Böller mit deinem eigenen Namen drauf. Und dann, ja, ist halt so ein kleines, lustiges Gimmick halt. Ne? Ich weiß gar nicht. 3 Gramm, ja, hier steht sogar drauf. Fette 3 Gramm Explosivstoff. Also 3 Gramm haben die Böller. Muss man natürlich schauen, was die Teile denn so drauf haben. Ne? Wie gesagt, sind F2. Kosten auch, glaube ich, gar nicht viel. Ich glaube, irgendwie 4 oder 5 Euro. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. 120 Gramm Netto-Explosivmasse sind drin. Und ich weiß gar nicht, wie viel jetzt hier überhaupt drin waren. 40 Stück, da unten steht es. 40 Stück. Das Ganze habe ich 4-mal. Mal gucken, vielleicht baue ich mir dann auch einen schönen Teppich draus. Muss ich mal schauen, aber natürlich wird es auch einen Einzeltest geben. Wie gesagt, 4-mal das Ganze. Dann haben wir hier eine Neuheit 2018. Pureland hat ihr Bombettenrohr. Mann, ist das groß, das Ding. Sortiment erweitert mit dem Glittergewitter. Hier haben wir halt Rot-Glitter-Bouquets mit weiß blinkenden Feuertöpfen drin. Ist genauso groß halt wie die Gold-Variante. Auch 90er Kaliber, glaube ich. Und 50 Meter Steighöhe soll das Teil haben. Ich muss auch mal gucken. Das habe ich beim letzten auch nicht gesagt. Wie viel NEM? NEM hat das Teil 158,2 Gramm. Das ist schon enorm. Mal gucken, wie die Variante dann ist. Ja, geil. Freue ich mich schon auf den Test. Und ihr bestimmt auch. Ja, das Ganze habe ich 2-mal. Dann kommen wir zum nächsten Artikel. Und das ist der Artikel Bumblebees von Weko. Hier habe ich 2-mal. Finde ich saugeil, den Effekt. Muss ich ganz ehrlich sagen. 30er Kaliber XXL Schwärmerbatterie. Also, ja, ihr habt halt Bouquet. Ganz normal. Bouquet und im Zentrum oder das Zentrum verlassen dann immer so eine kleinen silbernen Schwärmer. Ist richtig geiler Effekt, sieht richtig cool aus. Ja, mal gucken, wie das auch in Natur, also real life dann wirkt. Seht ihr dann auf jeden Fall im 0 Uhr Feuerwerk Video. Ja, 19 Schuss hat die Cake und 285 Gramm Effektladung circa. Sind ja mal circa Werte. Bumblebee ist auch nicht schlecht, das Design. Hat Weko auch schick gemacht. Ja. Dann der letzte Artikel ist nochmal Endless Shooter XXL von Explode.
dieses Riesenteil. Ja, aber wie gesagt, für so eine schöne 0 Uhr Vorwerke muss so ein Ding sein. Ja, wenn man auf sowas natürlich steht. Ist halt eine schöne Scheibenwischerbatterie. Soll ich sie mal aufmachen? Ich mache sie mal auf für euch. So. So sieht sie aus. Wie ihr seht, eine Fächerbatterie. Riesenkiste auch. Vergleich zu meiner Hand. Wie gesagt, das war der letzte Artikel, auch von dem letzten Paket. Ich hoffe, euch hat mein Unboxing gefallen und auch die Artikel, die ich mir so bestellt habe. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch hinkriege mit einer Gesamtansicht. Wenn nicht, mache ich nochmal ein extra Video. Ich muss schauen. Aber ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, euch hat das Unboxing gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video oder im nächsten Video oder wie auch immer. Ich wünsche euch alles Gute, Leute.